Steig ein. Wo ist Meister Shang? Sie waren im Stabwald. Ihr wisst, wo Meister Shang jetzt ist. Ach, lasst mich doch hoffen. Ich werde den alten Mann vermissen. Chi, zeigt Respekt, wenn wir mit Shenzhen zusprechen. Wann zeige ich keinen Respekt? Ihr verletzt mich, Aisa. Das werde ich, falls ihr uns blamiert. Shenzhen Zhu, wir sind die Nachfahren Liu Langs. Wir haben euren Schmerz verspürt und wollen helfen. Woran leidet ihr, Shenzhen Zhu? Was können wir tun? Ich leide Schmerzen, aber es wärmt mein Herz, dass Liu Langs Enkel mich nicht vergessen haben. Ein Stachel sitzt in meiner Seite. Ich kann ihn nicht entfernen. Der Schmerz ist unerträglich. Ich kann kaum mehr gerade schwimmen. Bitte, Enkel. Könnt ihr diesen Stachel entfernen? Ich vermag es nicht selbst zu tun. Natürlich, Shenzhen Zhu. Aber euer Panzer ist groß und ich weiß nicht, wo dieser Stachel steckt. Er steckt in dem Wald, in dem euresgleichen nicht wandelt. Folgt den Bergen. Und ihr werdet ihn finden. Wir werden ihn finden und entfernen. Ihr habt unser Wort. Ich danke euch, Enkel. Ein Stachel? Meine Pinzette liegt leider zu Hause. Wie kann etwas so Kleines etwas so Großem Schmerzen bereiten? Seht ihr, was ich sehe? Ist das ein Schiff? Es ist ein Schiff. Ein ganzes Luftschiff. Der Stachel ist größer, als ich erwartet habe. Und das sind garantiert keine Pandaren. Sie haben kein Fell. Jemand ist in unserer Insel gestürzt. Diesen Stachel zu entfernen könnte komplizierter werden, als wir gedacht haben. Wir sollten zuerst den ältesten Shao Pai informieren, bevor wir fortfahren. Berichtet mir von euren Reisen.